erste Nachtfahrt direkt im Video. Da kann ich nicht mithalten, doch. Mit dem Sound. So, müssen wir mal gucken, ob der Ton hier auch aufnimmt. Ja, Ton nimmt er auch auf. So, jetzt waren wir hier noch bei Thunderbike im Roadhouse. Nach diesem Kickoff, dieses Konzert. Und jetzt fahre ich noch gemütlich nach Hause, dachte mir. Da machst du noch eine kleine Nachtfahrt draus. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt dabei brauchbares Material bei rumkommt für euch. Denn ich habe die ISO-Zahl nämlich begrenzt auf, ich glaube, ISO 1600. Sonst den Rest auf Automatik. Und ja, also immer wieder verbinden mit dem DJI Mic klappt auch. Voraussetzung ist, ich mache es vorher auch an. Das geht dann sehr, sehr schnell. Da gab es jetzt wohl auch ein Update, dass das alles ein bisschen reibungsloser läuft. Aber ich kenne ja die Schwierigkeiten davon gar nicht. Ich habe es da zu der Zeit gekauft jetzt, wo alles schon klappt. Ja, heute coolen Tag gehabt. Gute Moped-Tour mit meinem Clubkollegen. Und ja, den Abend ausklingen lassen. Jetzt nochmal bei Thunderbike Roadhouse. War so eine gemütliche... Ich weiß nicht, Rock, Blues, keine Ahnung, wie man das nennen soll. War auf jeden Fall gut. Ja. Und es ist immer noch nicht kalt. Ich habe zwar jetzt ein Jäckchen angezogen, aber ja. So. Ich glaube, ich habe einmal kurz vorhin die Kamera angemacht und mit dem Mikrofon. Ja, wir saßen dann draußen, weil zu drin war zu voll und viel zu warm. Haben uns dann draußen auf die Bank gesetzt. Wer Roadhouse bei Thunderbike kennt, weiß, wie das aussieht. Und draußen konnten wir auch alles genauso gut hören wie drin. Ich musste den Sänger jetzt nicht unbedingt in die Augen gucken, wenn er gesungen hat. Also, alles gut. Passt. Ja, ich bin nach wie vor gespannt bei der Bearbeitung von den Videos hier, wie das klappt heute mit den Funkmikrofonen. Und wie gesagt, ich nutze noch immer kein Lavalier-Mikrofon, sondern nutze das DJI Mic 2 so wie es ist, mit der toten Katze, die mitgeliefert wurde. Und fertig, Ende. Oh, ich mache mich jetzt hier auf dem Weg nach Hause. Ja. Also heute habe ich die Harley auch ein bisschen an seine Grenzen gebracht. Kurvenmäßig ja, sehr oft, aber auch so aus dem Kurven mal so raus beschleunigt. Ja, immer nur so ein bisschen angerissen, jetzt nicht auf Heizermäßig, aber also man kann damit auch ordentlich Spaß haben, definitiv. Und die kleine Zickige kann auf jeden Fall auch anders. Was ich auf jeden Fall auch immer wieder jetzt merke, jedes Mal, wo ich jetzt fahre mit dem neuen Auspuff, ich werde wohl den Vergaser einstellen lassen müssen, denn die verschluckt sich sehr oft, hat Leistungslöcher. Das habe ich jetzt schon öfters gehört von Auspuffanlagen von Torqat. Bei mir kann es jetzt sein, weil ich ein Vergasermodell habe und dass die vielleicht umbedüst werden muss. Die, ich sag mal, diese Horrornachrichten, die ich so im Internet immer lese, sind meistens immer bei Einspritzmodellen. Na, dann musst du dann neues Mapping oder wie sich der ganze Scheiß schimpft, da drauf machen. Sowas habe ich ja alles gar nicht. Ich muss noch die guten alten Düsen ändern. Und werde ich mal gucken, entweder versuche ich selbst oder ich finde einen in der näheren Umgebung, der da fit drin ist und sofort sieht, okay, du brauchst die und die Düse, probier es damit mal aus und dann hast du die Leistungslöcher weg. Ja, ansonsten bin ich jetzt auch immer noch erstaunt. Ich habe heute, ich glaube,
ja, mehr als eine Stunde gefilmt insgesamt und die Kamera nebenbei angehabt und habe immer noch 50% Akku, also da kann die GoPro nur ein Liedchen von singen mit einem demselben Akku. Also was das angeht, bin ich mehr als zufrieden mit der DJI. Ja, heute waren richtig, richtig, richtig viele Mopeds unterwegs, also das war unfassbar. Schon als ich heute Mittag hier hingefahren bin, ich denke mal im ersten Teil oder in dem Video, was ich vorher aufgenommen habe, wird man das gesehen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich dieses Video hier gestartet habe. Das wird ein bisschen zerstückelt sein. Und ja, mal schauen, ne? Aber heute war richtig krass. Aber bei dem Wetter kein Wunder. Wir hatten 26 Grad. Was hatten wir den 6. April? Also geil. Einfach nur geil. Besser kann es nicht laufen. Dafür sind die kommenden Tage wieder scheiße. Aber den Tag hat jeder von uns ausgenutzt. Gehe ich mal stark davon aus. Was ich auch irgendwie gesehen habe bei der Kamera, das fällt mir gerade ein. Das habe ich vorhin, als wir da saßen und dem Konzert gelauscht sind, dass die Kamera auch quer aufnimmt. Wenn du schräg guckst und die Aufnahme startest, dann ist die Aufnahme auch quer. Jetzt ist die Frage, ob das dann nur auf dem Bildübertragung, auf dem Display ist oder ob der dann wirklich quer, also im Hochformat aufnimmt. Ich kann es dann drehen, aber dann habe ich nicht die volle, ja, wie soll ich sagen, das ist dann, das wird wahrscheinlich qualitativ immer noch gut sein, da muss ich dann einfach darauf achten, wenn ich das Video starte oder vielleicht kann ich es auch irgendwie deaktivieren. Das ist so ein Ding, da muss ich dann jetzt mal schauen. Ja, aber ansonsten, ja, bin ich mehr als zufrieden mit meinem Kamerawechsel bisher. So, dann bin ich jetzt noch gespannt, wie die Nachtaufnahme ist bei Begrenzung von ISO 1600. Und sonst habe ich eigentlich alles auf automatisch gelassen. Die Schärfung habe ich ein bisschen runtergeschraubt. Rauschen habe ich auf 1 gemacht. Also Rauschreduzierung. Bisschen reingemacht. Ja. Werden wir sehen. Ich denke mal, jetzt hier so stadtmäßig mit Beleuchtung entgegenkommt und all das, da wird man schon was sehen können. Aber auf Landstraße ist jetzt für mich natürlich auch ein großer Test. Das ging ja mit der GoPro auch, war jetzt aber auch nur so semi-geil. Aber muss ich überlegen, ich hatte die GoPro Hero 8. Die war jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Und jetzt habe ich hier das aktuellste Modell an Action Cams, was es gibt. Also, und dann gibt es noch die Ace Pro. Die soll noch geiler sein bei Nachtaufnahmen. Aber ja gut, alles hat irgendwo seinen Preis. Und ich glaube, für das, was ich hier mache, gerade mit dem ganzen Zubehörpaket, habe ich hier für mich die optimalste Wahl gerade getroffen. Aber wir werden sehen, das wird die Zukunft zeigen. Beziehungsweise dann, wenn ich jetzt hier bei diesen Videos hier heute, ja, im Schnitt werde ich das halt sehen. Und ich glaube, das Ding hier, ja, das stimmt auch nie immer so zu 100%. Ja, du siehst, wenn es voll ist, dann ist es voll. Und ich glaube, so Richtung leer, der zeigt zwar jetzt schon da diesen roten Bereich an, aber das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Obwohl, ich bin aber heute auch gerade so beschleunigungsmäßig gut unterwegs gewesen. Die wird heute mehr verbraucht haben als sonst. Aber ja, bin heute aber auch gut Kilometer gefahren. Ja, ich habe heute den einen oder anderen nicht angetroffen, beziehungsweise die haben mich nicht angetroffen, weil ich einfach nicht zum Kickoff, oder wie es heißt, gegangen bin. Ich bin dann vorbeigefahren, aber ich habe den Tag heute lieber genutzt, um mit meinem Clubbruder eine schöne Ausfahrt zu machen. Wir sind dann nach Grafenmühle gefahren. Keine Ahnung, wenn ich dann mal die Zeit habe, dann auch, ne, manchmal muss man so ein bisschen Prioritäten setzen. Nee, also, hat ja schon vor ein paar Tagen dann gefragt, ja, und soll man dann noch eine Runde fahren? Ich hatte ja Nachtschicht. Hätte ich keine Nachtschicht gehabt und wäre ich früher da gewesen, dann wäre ich ja noch mal ein, zwei Stündchen auf den Kickoff gegangen.
Aber nee, so habe ich die Zeit lieber mit meinem Freund verbracht, sozusagen. Ja, die Runde gefahren und dann abends hier auf das Konzert. Und da wurden wir auch angesprochen und bla 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 und hier und da. Alles gut. Waren entspannte Leute unterwegs heute. Definitiv. Und aufgesetzt? Noch nicht, aber ja, ich muss halt immer so ein bisschen aufpassen hier. Und die Beleuchtung ist noch an. Wir haben Glück und ich hoffe, dass ich das mit den Einstellungen auf der Kamera gut einfangen kann. Was ich gesehen habe, als ich ihn gestartet habe, dass bei Nacht, der erkennt dann, dass dunkel ist, also dass Nacht ist. Und ich glaube, dann stellt er eigenhändig noch so ein bisschen mehr auf irgendwie Nachtmodus um oder irgendwie was. Ich habe es mir jetzt nicht... Oh, das ist zu untertourig. Nicht so genau durchgewiesen. Hier links ist Baustelle. Aber ich finde, das sieht schon geil aus hier, die Brücke, wie das angeleuchtet wird. Ich habe das Ding ja auch schon mal von hier links, da ist, da kann man so runterfahren, schon mal fotografiert. Und ich wollte immer mal geile Fotos machen, auch mit dem Motorrad drauf und dann hier die Beleuchtung und die Brücke im Hintergrund. Das muss ich mal dieses Jahr in Angriff nehmen. Ach, das sieht schon cool aus. Wie das hier so die ganzen Stangen hier anleuchtet. Aber ich finde sowas cool. Ja, und jetzt seht ihr wahrscheinlich wieder nichts, bis auf die Beleuchtung auf dem, ja, auf der Straße hier. Ja, nee, gut. Leute, ich sag mal, gute Nacht. Und ja, Kanal abonnieren, Video liken, kommentieren, teilen vielleicht, dass wir ein bisschen mehr wachsen. Ich glaube, wir haben knapp die 1600. Ich werde müde. Knapp die 1600 Abonnentenmarke geknackt. Vor 2 Tagen waren sie schon bei 1600, dann sind 2 wieder abgesprungen. So ist das häufiger. Aber ja. Trotzdem vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen, der hier ja, abonniert und reinschaltet. So, jetzt dann aber. Jetzt sage ich aber wirklich Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Und genau, liken, Kanal abonnieren, kommentieren. Der ganze Bums. Würde ich mich freuen. Ja, ich hoffe, es ist brauchbares Material rumgekommen. Jetzt auch bei der Nachtfahrt hier. Ich habe das jetzt einfach mal ausgetestet. Oder das ist halt der Test. Gefühlt ist quasi jede Aufnahme gerade noch so ein Randtasten an das neue Equipment. Und ja, wir werden es sehen. Leute, haut rein. Wir sehen uns. Und ja. Bevor ich hier noch mehr Quatsch mache, mache ich jetzt hier Tschüss. Und Tschüss.